Willkommen zurück, Freunde, zu einer weiteren Folge der Binding of Isaac. Das vorletzte Booster Pack, wie ich verstanden habe, ist gestern, heute, irgendwann erschienen. Booster Packs sind ja die letzten Monate erschienen und haben neue Items hinzugefügt aus der Community. Diesmal sind es Items, ich habe mich ehrlich gesagt nicht informiert, nur ein, zwei Sachen weiß ich. Es sind auf jeden Fall Items von den Machern von Antibirth drin. Ich weiß nicht, ob aus ihrer Mod oder ob neue hinzugefügt wurden, neue Ideen. Wir machen auf jeden Fall einen Hard-Mode. Runde mit Mr. Isaac, Maggie, nein, Kane. Okay, sehr schön. Und werden einfach mal schauen, welche Items wir so finden können, nicht wahr? Es wurden auch neue Gegner hinzugefügt. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob neue Bosse hinzugefügt wurden. Und, also ich weiß von einer neuen Sache, von einer Steinstatue. Und ich weiß auch, dass ein Item umgepixelt wurde. Und zwar die, wie heißt das? Das Devil Deal Item, das dafür sorgt, dass du Reiter bekommst, die für dich kämpfen. Es wurde auf jeden Fall verändert. Oder es ist ein neues Item und es ist gar nicht verändert. Es ist wirklich ein neues. Aber ich glaube, es wurde einfach nur umgepixelt. So, dieser Raum ist die komplette Hölle. Ganz ehrlich, man, diese Mistviecher hier nerven sehr extrem. So, Edmund hat auch gesagt, dass auf jeden Fall noch ein Boosterpack kommen wird. Und es klang so, als wäre es dann das letzte Boosterpack. Und er meinte, er wird vielleicht seine eigenen Ideen reinknallen. Das heißt also, eine Erweiterung von Edmund persönlich. Darauf freue ich mich auf jeden Fall sehr. Hier ist der Itemraum. Es kann sein, dass wir jetzt in diesem Run kein einziges neues Item sehen werden und keinen einzigen neuen Gegner. Oder wir werden alle möglichen neuen Items sehen. Okay, das fängt auf jeden Fall schlecht an. So, let's go. Zack, das nehmen wir mit. Genug Schlüssel haben wir erstmal. Wir müssten den eigentlich nicht in die Luft fliegen. Nicht in die Luft fliegen, denn ich möchte ihn nutzen, um den Geheimraum links aufzuspringen. Der könnte hier sein, wird aber wahrscheinlich rechts sein, nicht wahr? Ah, der wird wahrscheinlich rechts sein. So, zack, 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 zack. Auf Wiedersehen. Jetzt haben wir auf jeden Fall diesen Sack. Diesen Sack bekomme ich eindeutig viel zu oft. Irgendwie habe ich in jedem Run mindestens diesen Sack und der geht mir auf den Sack. Und das war nicht mal beabsichtigt. Okay, was haben wir hier? Strength. Mhm. Ich hätte gerne die Bomben und auch noch gleichzeitig die das blaue Herzchen aus dem blauen Stein, hoffentlich. Ach, was rede ich, habe eh bestimmt nichts drin. Warum ich so schlecht gelaunt bin, das liegt daran, dass wir gestern wieder den Streak verloren haben. Ein Streak von 13 im Livestream. Oh, jetzt geht mir das bisschen auf den Sack, Mann. Ich brauche eine Isaac-Pause. Ich bin froh, dass am 13. die Evil Within rauskommen wird. Da bin ich schon ziemlich glücklich drüber. So, da unten sind noch auf jeden Fall ein paar Räume. Und den Shop werde ich... Es könnte sein, dass das hier gar kein Shop ist, sondern ein Bonusraum. Weil der ist ziemlich nah. Na gut, das ist der Shop. Alles klar, die Ebene ist einfach nur verdammt klein. So, Kollege. Bei dir habe ich auch keine Chance, dass du... irgendwas droppst, nicht wahr? Zack, her damit. Dankeschön. So, ich öffne das. Es könnte sein, dass hier vielleicht... Okay, leider liegen hier keine Luck-Up-Münzen. Genug Geld habe ich auch nicht. Ich könnte natürlich hier nachgucken, ob wir hier noch Geld finden für die Bombe aus dem Shop. Wir haben ja auch noch einen Raum voller Feuer hier irgendwo, nicht wahr? Eigentlich müssten wir es tun und ich glaube, wir tun es auch. Und ein Raum voller Scheiße war auch irgendwo. Der Itemraum? War der Itemraum voller Scheiße? Ich kann mich gar nicht mehr daran erinnern. So, machen wir dich erstmal K.O. Ja, sehr nett von dir. Ich glaube, meine Strength-Karte setze ich noch nicht ein, das wäre zu schade. Kane hat guten Damage und der reicht auch, um dich, Lulatsch, hier fertig zu machen. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh, scheiße, ist nicht down gegangen. Okay, jetzt gehst du mir doch ein bisschen auf den Sack und machst mir Angst. So, eins, zack, zack, schnell rauf da. Ja, wir schaffen es, die zu töten. Sehr schön. Aber der erste Schuss muss halt treffen. Das wird schon nicht mehr passen. Aber dafür bist du tot. Sehr gut. Naja gut, dann haben wir halt nicht genug, um Bomben zu holen und so. Gut, dann war's das halt eben. Dann will ich nicht weiter mit dir Zeit verbringen, wenn du so ein Arschloch bist. So, in den Zacki-Zacki-Raum können wir leider noch nicht rein und die Gegner brauchen zwei Tränen, um zu sterben. Eins, zwei, eins, zwei. Sehr schön. Zack, zack. Und Luck-Up-Münze. Stimmt. Kane hat ja auch noch standardmäßig plus eins Luck. Das ist gut, dank dem Item da. Okay, hier muss ich jetzt einfach reinhalten und hoffen, dass sie jetzt nach und nach sterben werden, die Mistviecher. So, sehr gut. Was haben wir hier im Kackhäufchen? Okay, hier ist eine Münze. 5 Münzen haben wir, das heißt, der Shop kann auf jeden Fall auch wieder ausgecheckt werden. Und dann gönnen wir uns etwas. So, sehr gut und tschüss. Her mit der Bombe, dich hätte ich auf der letzten Ebene gebraucht. Aber gut, ist halt deine Sache, ne? Ist halt deine Sache, wenn du nicht mitspielen möchtest. Ist halt deine Sache. So, nicht vergessen, dass wir unendlich goldene Kisten öffnen können, dank unserem Trinket von Kane.
So, weg mit dir. Ich habe immer noch kein blaues Herzchen. Ein Treffer kann alles versauen. Oder den Run verzaubern. So, okay. Weiter geht's. Was gibt es hier? Der Itemraum, sehr schön. Schön drei Tränen reinflattern lassen in das Gesicht dieser dämlichen Gegner und auf Wiedersehen sagen. The Wafer. Oh, das ist ein schönes Item. Okay, keine Gegner gespawnt, nur diese hier. Aber auf euch verzichte ich, keinen Bock drauf. Wir haben The Wafer, das ist super gut. Ein sehr stronges Item. Okay, Geheimräume. Wo könnten die platziert sein? Hier könnte er eigentlich sein. Wenn nicht, dann spare ich meine Bombe. Okay, noch ein paar Münzen. Das ist gut, das ist sehr schön. Wir haben auch genug Münzen, um in den Shop reinzugehen und dort ein bisschen Frust shoppen zu machen. Okay, die brauchen 5 Tränen, bis die sterben. Scheiße, Mann. Ihr seid ziemlich tanky. 1, 2, 3, 4, 5. So, der war schon angeschwächt. Sehr gut. Meine Güte, die Kisten sind ja voller Freude. Gott, wo ist der Shop? Ich will dich sehen. Und dann hoffentlich ein blaues Herzchen bekommen. Wie sieht's aus? Ah, chup, chup, chubidub, chup, chup, chup. Okay. Sehr gut. So, 1, 2, 3, 4, 5. Oh Gott, das war knapp. Das war knapp, Mann. Das war knapp. Ich dachte, der hält noch ein bisschen aus. Okay, noch mehr Stuff. Okay, gut, ich beschwere mich gar nicht mehr. Die erste Ebene war zwar doof, aber jetzt übertreibt ihr es. So, was haben wir hier drin? Noch eine Bombe und noch ein Schlüssel. Perfekt, Mann. Wo ist der Shop? Der müsste gleich auftauchen. 1, 2 und 1, 2. Ist etwas gedroppt. Das muss ich mir unbedingt gleich auschecken. So, das Portal ist weg. Das ist schon mal gut. Und Geheimraum? Ah, vielleicht weiter rechts gesprengt. Weiß nicht, aber es kann auch sein, dass er gar nicht dort ist. So, oh shit, Mann, das ist mir eindeutig zu viel Spaß hier in diesem Raum. Okay, wir schaffen es, Mann, wir sind so kurz vom Boss. Ich hoffe nur, dass der Boss kein gemeiner Sack ist. So, was haben wir hier? Es ist, oh, das Item. Okay, pass auf, ich nehme das hier mit und ich nehme, glaube ich, das hier auch als Base-Item mit. Vielleicht können wir da den Bosswash aufmachen, weißt du? Das macht ja den Bosswash auf. Nur brauchen wir dann auch Goathead, damit wir den Devil Dealer auch aufmachen können. Naja, let's go. Oh Gott, ich setze hier Strength ein. Das ist so ein Scheißraum. Hier kann man so viel Leben verlieren. Let's go. Das ist echt beschissen. Da, guck mal, da wurde ich schon getroffen und konnte kaum etwas dagegen tun. Okay. Mit voller Wucht diesen Typen hier erledigen. Sehr schön. Na, was bekommen wir? Wir bekommen, Mr. Squeezy. Hätte ich auch das Geld sparen können. Egal. Das Necronomicon. Gibt es neue Devil Deal Items und neue Angel Deal Items? Weil das ist jetzt ein scheiß Item. Das nehme ich nicht mit. Ich gehe jetzt weiter. Let's go. Wir gehen weiter. Let's go. So, Curse of the Maze. Ich könnte es natürlich auch irgendwo anders einsetzen. Vielleicht setze ich das auf irgendeiner Depth-Ebene ein, unser Space-Item. Oder ich setze es einfach jetzt ein, falls wir gleich ein Space-Item finden, das ich mitnehmen will. Okay, perfekt, Mann. Perfekt. Das läuft ja super. Bitte seine Karte zum Rausporten. Leider nicht, okay. Den Sack der Säcke haben wir jetzt gefunden. Jetzt bräuchten wir vielleicht einen kleinen Cricket oder so. Oder ein bisschen Luck-Up. Okay, sehr schön. Ich sehe schon, worauf du hinaus willst. Okay, das ist jetzt ein bisschen nervig, dieser Raum, aber egal. Dafür werden die nächsten Räume alle echt easy peasy. Das wäre cool, wenn das eine XL-Ebene gewesen wäre. Naja, egal. So, weg mit dir, du ekelhafter Gegner. Ich hasse ihn. Ich hasse ihn sehr. So. Zack, zack, zack. Und auf Wiedersehen. Ah, da kommt noch mehr. Okay, die sind wenigstens nicht so schlimm. Die schlimmen Gegner haben wir jetzt schon. Wahrscheinlich treffen die mich jetzt gleich und dann ist mein Selbstvertrauen gebrochen. Nehme ich überhaupt auf? So. Flups, flups, flups. Karte zum Rausporten. The Moon, perfekt für den Boss Rush, den wir auf jeden Fall erreichen werden, oder? Doch, ich habe ein gutes Gefühl bei der Sache. Oh yes, sterbt einfach nur. Oh, der Raum ist nicht geklärt. Oh, weil da irgendetwas überlebt hat. Ach, das ist ja nervig. Oh Mann, die werden nur geklärt, wenn man das beim ersten Betreten macht. Das ist ja nervig. Okay, ist hier der Geheimraum gewesen? Habe ich ihn gehört? War er da in der Ecke? Könnte gut sein, dass er dort ist. So, über dem Wasser würde ich dich gern töten, ehrlich gesagt. Damit du keine Gegner spawnst. Aber gut, wir haben auch so die Chance, dass du keinen Gegner spawnst. Sehr gut. Und du, Kollege, hast auch nichts mehr zu bieten. Auf Wiedersehen. Machen wir jetzt den Boss oder nicht? Das ist die Frage. Perfro? Oh, gib mir den Angel Deal zusammen mit Perfro, ja. Aber vielleicht gehe ich erstmal den Shop suchen, um die Devil Deal Chance oder die allgemein die Chance ein bisschen zu erhöhen. Let's go. Geheimraum haben wir auch hier. Okay, jetzt übertreibst du ein bisschen, Mann, Mama Mega. So, okay, wir haben hier einen, wie nennt sich das? Einen Raum. Einen Loop. Die Ebene ist wie ein Loop aufgebaut. High Priss könnten wir für irgendwas einsetzen, weiß ich doch nicht, Mann. So, nimm das hier mit. Okay, und was haben wir hier?
Okay, Feuer haben wir. Das ist doch auch bestimmt lackabhängig, oder? Du bist bestimmt lackabhängig. Also haben wir hier The Moon, genau. Aber ich nehme ja Pearl from it. The Moon haben wir schon oben. So, ich würde mich gerne ein bisschen beeilen. Autsch, ein kleines Damage-Up wäre nicht schlecht. Okay, Feuer ist auf jeden Fall drin. I like it. Und hier noch ein bisschen Lackup. Nein, oh Gott, das Schwellen ist das hell. Okay, pass auf. Ich sprenge dich und donate einfach mal 10 Münzen, um die Angel-Deal-Chance zu erhöhen. Weil wenn wir schon eine Perfro haben, dann aber, ne? Okay. Okay, wir haben die Chance erhöht. Sehr schön. 36%? Komm schon. Komm schon, spiel mit, Mann. Sonst spielst du immer mit. So, sonst ärgere ich mich immer, wenn ich für 33% nicht die Angel-Deal-Chance erhöhe, weil wir dann plötzlich einen Angel-Deal bekommen. Devil-Deal. Allgemein-Deal. Weißt du? Mace nervt mich extrem, Mann. Mace nervt mich extrem. So ein verfluchtes Drecksding. Dass das noch nicht rausgepatcht wurde. Noch eine Perfro. Oh mein Gott. Dann könnten wir nach dem Bosskampf jetzt auch noch das Boss-Item rerollen. Das wäre abgefahren. So, erstmal die Mistviecher hier erledigen. Oder auch nicht treffen. Hier ist eine Miniboss drin. Nein, hier ist dieser Raum. Okay, okay. So, stimmt. Die Türen von diesen Räumen kann man auch nicht aufsprengen, ne? Okay, ja doch. Hier können wir ja dran vorbei oder auch nicht. Oh Gott, Mace, ich flipp gleich aus, Mann. Lass mich einfach raus hier. Ich werde, glaube ich, Perfro nicht ein zweites Mal mitnehmen. Ich werde einfach die Ebene verlassen. Na, vielleicht eine Moon noch mit mir hier. So, Mace, lass mich jetzt rein und den Boss bekämpfen, der hoffentlich jetzt ge-one-hitted wird. Und das ist Pestilenz. Boom, okay, das tat weh. So, die müssen echt den Effekt von Mama Mega ändern. Das tut voll in den Augen weh, diese ständige Explosion. Und wir bekommen keinen Angel Deal. Das ist ja traurig. Okay, ich nehme aber das mit und Perfro auch für die nächste Ebene. Denn hier haben wir jetzt eine 100%ige Chance. Nein, 67%. Gut, ich lasse dann das Schicksal entscheiden. Ist mir doch egal. Der Devil Deal hat auch wunderschöne Töchter, die ich alle mitnehmen werde. So. Den Penny nehmen wir auch mit und dich nehmen wir auch mit. Boom. So, wo sind wir jetzt? Hier in Caves 2. Okay, ein bisschen beeilen müssen wir uns dann doch, aber vielleicht nicht so viel Leben verlieren, oder? Was sagst du dazu? Nochmal Perfro bekommen? Was soll der Scheiß denn? Warum spielst du so mit meinen Gefühlen? Okay, zeig dich. So, und da gehe ich erst rein, wenn der Ball sich gedreht hat, damit wir ihn schneller töten können. So, und hier passt das auch perfekt vom Timing. Bingo. Das könnte Luck-Up sein. Muss mitnehmen. Okay. Weiter geht's. Da kann ich leider nicht rein, außer hier ist der Geheimraum. Was er natürlich ist. Bingo. Okidoki. So, spring's auf. Noch ein Ja, komm. Macht ja keinen Unterschied jetzt. Jetzt haben wir direkt das Herzchen. Bingo. So, 72% Chancen haben wir auf einen Deal. Verdammte Scheiße, Mann. Und ich bekämpfe hier unnötige Bosse. Und verliere unnötig viel Leben. Sehr gut. Der Run wird super. Der Run wird super. Okay. So, erstmal reinhalten. Bitte. Mach keinen Scheiß, nicht pullern. Der pullert nicht. Sehr schön. Pullert immer noch nicht. Rein ins Feuer mit dir. Wunderbar, bist ein ganz großer. Bin stolz auf dich. Und jetzt beeilen wir uns, okay? Jetzt beeilen wir uns. Let's go. Checken wir erstmal den linken Raum aus. Okay, da waren wir schon. Den checken wir nicht aus. So, wir haben auf jeden Fall noch eine Perfro. Und dieser Raum ist auch total nervig, wenn man nicht durch Wände schießen kann und so. Und sich durchboxen musste, den kleinen Scheißhäufchen neben den Pilzen. Ich merke schon, dieser Run ist wieder so ein kleiner... Ich nerv dich komplett und ich bin auch genervt vom Run. Maze, dann diese ekelhaften Räume, beschissene Tränen, Kack-Items. Nein, ich gehe jetzt. Eigentlich sind die Items ganz gut, aber ich hätte gerne einen guten Devil Deal gehabt. Wenn ich ehrlich bin. Gut, jetzt ist es draußen. So, einmal kurz anfassen. Für ein paar Luck-Up-Münzen hoffentlich. So, da unten geht's noch weiter. Guten Tag. Schon wieder ein Raum, wo man hinterherrennen muss, den ganzen Gegnern. Oh, das Feuer trifft natürlich nicht. Seht ihr, diese ganzen Kleinigkeiten, die sind so nervig. Die sind so nervig, das ist unglaublich. So. Okay, der hatte nichts mehr, der hat nichts mehr. Ich habe kein baues Herzchen gleich mehr und das ist kacke. So, auf Wiedersehen. Ich muss die Säcke mitnehmen. So. Ich gehe in den Nahkampf, Mann. Damit kann man sie am schnellsten töten. Boom. Und damit können die mich auch am schnellsten töten. Scheiß auf den Schlüssel. Irgendwo müssen wir auch eine Grenze setzen. Und nicht alles mitnehmen, was auf den Boden fällt. So. Weiter geht's. Hab's aufgehoben. Na, wo sind denn die Räume? Die ganz besonderen Räume. Itemräume, Shops, irgendwas. Hallo? Kommt ihr wieder zu spät zur Arbeit oder was? Oh, nein. So ein Raum hier. Okay, der platzt auf. Vorsichtig. Ich wurde erwischt. Bloß nicht den Deal vermasseln. Jetzt bin ich ein bisschen unter Druck. Okay, der hat gut Damage genommen. Sehr schön. Sehr schön. Gut, Devil Deal können wir von der Liste streichen, weil Räume sind kacke. Oh, natürlich ist das eine Sackgasse. Okay.
Das heißt, wir müssen nach oben und dann nach links, ne? Das ist jetzt der einzige Weg, den wir noch gehen müssen, den wir nicht gegangen sind. Soweit ich weiß, hier nach links oder war das ein weiter vorher? Ja, okay, hier müsste es dann irgendwo... Nein, verdammt nochmal, wo geht es denn hier weiter? Oben? Oh mein Gott, wo geht es denn? Was ist das denn wieder für ein Overlay? Da hat jemand auf dem Bildschirm gekotzt und dann hat Edmund es als Overlay genommen. Hier geht's auch nicht weiter. Dann geht es hier nach unten rechts irgendwo hin. Ja, hier haben wir es. Sehr schön. Ach, ein ganzer Raum voller dicker Klopse. Super, super Raum übrigens, um kein Damage zu nehmen. Super Raum, die auch noch schön hier rumfurzen. Das ist ein Tipptopp-Raum. Übrigens habe ich in so einem Raum einen Streak auch verloren. Sehr schön. So, okay. Tipptopp-Raum. Ein sehr, sehr schöner Raum. Wirklich, also designmäßig hervorragend. Hervorragend. So, okay. Zack. Das nehmen wir auch mit. Haben jetzt die Devil die Chance verloren. Verlieren jetzt gleich noch mehr. Ist ja auch scheißegal. Hier rennen wir einfach mal rein. Flups. Naja, war schon fast spannend. Fast gestorben. So. Zack, zack. Was haben wir hier? Ace of Diamonds. Okay, cool. Ach, noch ein cooler Raum. Und keine Itemräume zu sehen. Oh ja, ist ja auch eine X-Erlebende. Ach nee, warte mal. Ist ja gar keine X-Erlebende. Okay, erlöse mich bitte, Mann. So. Okay, was haben wir hier? Oh, immer noch keinen besonderen Raum. Gut. Okay. Zack. Und machen wir den hier fertig. Ich habe Wafer, deswegen kann ich mit allem kuscheln, was nicht bei 3 auf den Bäumen ist. Mir doch egal. So, ein paar Herzen wären vielleicht nicht schlecht, aber egal, egal. Okay, den Boss haben wir gefunden, aber sind dann anderen Scheißdingern... Okay, hier ist auch nichts. Oh, Gott. Ich würde gerne, keine Ahnung, demjenigen ins Bein schießen, der das hier geoverlaid hat, Mann. Auch wenn es random generiert ist. Wer ist dieser Random? Schick mir den Kontakt zu Random und ich töte ihn. Okay. Aber nur aus Spaß natürlich. Hey, natürlich haben wir hier keinen Shop. Obwohl wir ziemlich viel Geld haben. So, was haben wir hier? Eine Joker-Karte leider nicht. Aber vielleicht haben wir gleich Goathead. Und ich gehe auf jeden Fall nicht zurück, um nochmal Perfro zu suchen, weil diese Ebene einfach nur die Ausgeburt der Hölle ist. Okay, dich nehme ich mit. Dann haben wir wenigstens ein bisschen mehr Power. So, auch wenn du an letzter Stelle bist, was super ist. Weil ich ja ein paar Säcke dabei habe, die mir auch auf den Sack gehen. Doppelsack. Ach, deswegen geht mir der Run auf den Sack, weil ich einen Doppelsack mit habe. Das macht Sinn. Let's go, Mann. Kuscheln wir ein bisschen mit Fallen. Aber auch nicht ganz. Booms. Das hat wehgetan, was? Kam schon Feuer? Lass es raus, Feuer. Und gleich müssen wir die Bombe perfekt platzieren, damit wir ein schon mal loswerden. Oder auch nicht. Gut, immerhin kriegen wir ein Devil Deal Item jetzt von ihm. Gut, und das ist ein schönes Devil Deal Item, mit dem ich jetzt aufräumen werde. Let's go. Ab jetzt geht's los, Mann. Gott, diese Ebene ist einfach nur Bullshit gewesen. Ich konnte es gar nicht glauben. Curse of the Unknown, ja. Du mich auch, oder so. Und jetzt machen wir ein paar schwarze Herzchen und sind glücklich und schnappen uns für 100% einen Angel-Deal und werden abgefahren stark, sage ich dir. Sehr schön. Gut, gut, gut. Ich nehme alles mit. Scheiß auf den Schlüssel, brauche ich nicht. Okay. Komm runter, Wurstfinger-Mom. Tschüss. Ach, noch einer. Okay, vielleicht können wir dich zu einem schwarzen Herzchen machen. Denn ich habe jetzt ein rotes und ein schwarzes, ne? Wir haben den Wafer, das ist schon mal sehr gut. So, einfach hier dran vorbei, keine Angst haben. So. Na gut, Bosswash können wir echt von der Liste streichen. Was ist das hier? Das Ace of Diamonds schon wieder, Gott! Gib mir noch was anderes. So. Und was haben wir hier? Oh, den Mitre. Das ist super, nehmen wir mit. Kann dafür sorgen, dass wir mehr blaue Herzchen finden. Ist eigentlich nicht schlecht, ne? Ich bin ja so kurz vorm Sterben. Was haben wir hier drin? Mal Options wäre es lustig. Ich nehme einmal, warte mal, ich nehme einmal dich mit, einfach damit du verschwindest aus dem Pool. Ace of Diamonds, hey! Wow, wer hat damit gerechnet? Niemand, komm. Kriegst du nochmal 10 Münzen? Natürlich nicht. Natürlich nimmst du nicht noch mehr 10 Münzen mit, okay. So, wir haben den Shop, wir haben das, heißt, ich kann mich jetzt beeilen, wenn wir hier den Boss haben und ihn einfach bekämpfen in aller Freude. Sehr schön. Noch ein blaues Herzchen, perfekt. Okay, lebensmäßig sieht es wieder gut aus, Mann. Wir vergessen einfach das, was auf der letzten Ebene passiert ist, ey. So. Hat mit meinen Nerven wieder gespielt. Zack, zack, zack. Okay, so. Mhm. Auf Wiedersehen. Ach, Gottes Willen. So, her damit. Okay, okay. Streck es noch weiter hinaus. Jupp. Streck es noch weiter hinaus. Okay, wir kriegen ein bisschen Schaden, aber das ist kein Problem, wenn genug leben. Hauptsache, wenn nicht dieser schwarze Herzeffekt kommt, dann sind wir noch... Ist alles gut, Mann, dann haben wir noch ein schwarzes Herzchen. Alles im grünen Bereich. Ich nehme mich nicht mit, weil ich will auch in Kampfräume rein. Wenn ich die finde. Und wir haben jetzt ziemlich viele Fliegen, die ich aktiviere. Stimmt ja. Und Steven, Gott sei Dank, ey.
Geheimraum? Leider nicht, dann ist mir das auch egal. Let's go, Mann, fliegen. Mach dieses Mistvieh hier fertig und sorg dafür, dass ich dann einen wunderbaren Angel-Deal bekomme, bitte. So. Auf Wiedersehen. Und was kriegen wir? Einen Angel Deal tatsächlich. Okay, sehr, 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 sehr schön. So, was haben wir hier? Oh, mein heilige Scheiße. Oh, Holy Mantle und sowas. Aber wir nehmen natürlich das hier mit. Let's go, wir wurden erlöst. Okay, könntest du das hier sprengen? Weil ich würde gerne... Vielleicht behalte ich das auch, mein Perf Row. Ja, ich behalte mein Perf Row für die nächste Ebene. Weil hier wäre jetzt nur ein Item zum Rerollen. Das wäre traurig. Dann lieber mehrere Angel Deal Items wegrollen, nicht wahr? Dann nehme ich dich mit. Let's go. Boss Rush? Ah, Boss Rush sieht schlecht aus. Außer wir pushen jetzt hier richtig schnell durch und finden alles auf einmal, was wir suchen. Fängt schon mal ganz interessant an. So, more. Schön. Mit Homing Effects ist natürlich etwas, was wir sehen wollen. Perfekt, Mann. Ich habe Godhead gar nicht für mein Mimimi verdient. Ist mir doch egal. Ist mir doch egal. So. Oh, das sind neue Gegner. Oh, guck mal hier, neue Gegner. Was machen die denn, außer da so rumstehen? Okay, gut, das waren neue Gegner. Ich dachte erstmal, das waren diese schwarzen Kackhäufchen, die ganz normalen. Aber es waren neue Gegner. Interessant oder so. Eigentlich war... Okay, ich würde sie gerne nochmal treffen. Ach, Wafer, du bist schon fein, Mann. Du bist schon fein. So, wo ist der Boss und wo ist der Itemraum? Oh, nochmal die neuen Gegner. Was machen die? Okay, die sind im Boden fest und schießen. Interessant. Interessant. Weiß nicht, ob wir die benötigt haben. Die sehen nicht so... nötig aus, verstehst du? Oh, yes, 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 yes. Booms. Werden leider nicht reingeportet. Werden wir hier rausgesprengt? Oh, tatsächlich, sehr gut. Dann heißt es, wir können das Leben behalten. Das ist schon mal sehr schön. Aber der Shop und der Itemraum scheinen wohl ganz anders zu sein. Und nicht hier auf dem Weg, oder? Okay, hier ist der Boss, aber ich habe leider nichts zum Rausporten. Etwas zum Rausporten wäre jetzt super, Mann. Etwas zum Rausporten hier, vielleicht eine Karte oder sowas? Komm schon, komm schon, komm schon. Keine Karte leider gefunden. Schade. Gut, dann heißt es also wieder verzichten auf den Boss Rush. Außer... hier ist was drin, aber ich kann dann wiederum nicht rerollen. Falls wir gleich noch einen Deal bekommen. Es ist Death. Ah, schade. Da macht er mir Hoffnung, Mann. Gut, auf Wiedersehen. Boss Rush, ich brauche deine Hilfe nicht. Ich brauche deine Hilfe nicht. Auch wenn da wahrscheinlich ein neues Item drin gewesen wäre, was super schön ist. Okay, das finden wir auch so schön. Schon. Irgendwie. Okay, die Bomben brauche ich auch nicht. Das heißt, der Shop befindet sich irgendwo hier unten. Und der Itemraum. Und alles andere Wichtige. Hallo. Oh ja, so ein großer Raum mit ganz vielen Dickies. Warte mal, dieses Overlay kenne ich nicht. Kann aber auch sein, dass es einfach nur ein seltenes Overlay ist. Also dieser Raum hier. Kann mich gar nicht erinnern, dass wir den schon mal hatten. So. Sehr schön. Da ist auch wieder ein Stein mit The Rock. Leider nicht. Okay, das nehme ich gleich mit. Die Münze auf dem Rückweg. Führt ja kein Weg dran vorbei. Aber erstmal checke ich den Shop aus. Vielleicht ist da ja more options oder so. Das wäre ziemlich cool. Guten Tag. Oh, die Nonhaube. Nehme ich einfach mal mit. Let's go. Und die... Ich habe ja eh genug Geld, nicht wahr? Ich habe eh genug Geld. So. Jetzt kann ich auch über Abgründe rüber. Und hier haben wir dieses Space-Item. Naja. Nichts gegen dich, aber du bist gerade nicht notwendig. Wenn du verstehst. Also, du bist echt nicht notwendig. Jera haben wir. Oh, Moment mal. Das ist natürlich jetzt interessant. Wir könnten jetzt das hier natürlich Jeran und hier einmal Perfrone und dann einmal im Angel Deal. Weil zwei kann ich ja leider nicht mitnehmen. Und wir kriegen hier ein feines Item, ein sehr gutes Item. Mysterious Liquid, sehr schön. Sollte man nicht unterschätzen, ist ein tolles Item. Ist kein Product Placement. Ah, hat ein bisschen wehgetan. So, jetzt können wir hoch und den Boss bekämpfen und hoffentlich einen Deal bekommen. 36%. Ist schon passiert, Mann. Ist schon passiert. Let's go. Lass knacken, Mann. Lass knacken. Morgen wird jetzt erstmal zerlegt, nicht wahr? Damage von 8 haben wir. Ist gut, ist gut, ist gut. So, let's go. Perfro haben wir dabei. Let's do this shit. Auf Wiedersehen. Schön Maw aktivieren und gleichzeitig Tränen schießen für maximalen Damage-Output. Und wir kriegen es tatsächlich nicht. Aber auf der nächsten Ebene bestimmt, oder? Auf der nächsten Ebene 100%? Oder? Oder 70%? Okay, 67% ist da auch irgendetwas. So, das ist natürlich nur eine Sackgasse und nichts Besonderes. Judgment, hey! Oh, na, wen haben wir hier? Und du nimmst auch nur ein halbes Herzen und wir kriegen gleich den Polaroid-Effekt. Perfekt. Du gibst mir jetzt verdammt nochmal ein Item. Let's go. Komm schon.
Okay, ich nehm's mit. Das ist ein kostenloses Item. Dich nehme ich auch mit. Hashi Boy. Wieso nicht, Mann? Wieso nicht? Wieso nicht? Space Item einsetzen. Ich denke die ganze Zeit, es ist, wie nennt sich das Item? Ich denke die ganze Zeit, es ist Plan C, mein Space Item irgendwie. Richtig Panik hier. Richtig Panik am Schieben. Judgment. Oh, noch einer von denen. Komm, wir haben genug Leben. Let's go. Und wir aktivieren jedes Mal einen Polaroid-Effekt. Das wird sexy. Ist ein gratis Item. Ich nehm's mit. Auch wenn es mir Pillen gibt, die ich eh nicht mitnehmen werde. Ich enttäusche es eigentlich nur. Das ist wie ein Kind, das irgendwie irgendwas malt im Kindergarten mir zeigt und ich sage, ja, das ist schön. Das hänge ich im Mülleimer auf. Das hänge ich in der Mülleimer-Innenseite auf. Heute bin ich aber echt ein Arschloch, was? Viel Spaß dazu einzuschlafen. So, okay. Zack, zack. Evil Holly ist am Aufnehmen. Age. Kennt ihr noch Age von früher? Ich habe ja Age und Ollie gehabt. Holly ist bei die gute Seite und Age, der Harte. Junge, war das lächerlich. Das war echt lächerlich und peinlich. So. Aktivieren wir das und geben dir Geld, weil ich habe eh zu viel und ich weiß nicht, wohin damit. Außer ich krieg Money equals Power. Dann komme ich dich besuchen und hol das Geld wieder zurück, okay? So, oder ich schicke ein paar Schuldeneintreiber vom... Nicht. Bring dich nicht selber um. Ich bring dich später um, wenn ich das Geld brauche. Mhm. Ich hoffe für dich, das sind Worldkarten. Sind das Worldkarten? Oder sind das keine Worldkarten? Oh, ein HP-Upgrade. Das ist genau das, was ich gebraucht habe. So, zack, 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 zack. Zu viele Gangsterfilme gesehen in letzter Zeit, Mann. Also was, ich spring mich hier durch, weil ich habe keinen Bock auf den dummen Gelache da. Diesen Raum können wir schon eher clearen, weil die Gegner brauchen nicht erstmal eine Ewigkeit, um runterzukommen. Tschüss. Was haben wir da drin? Flops, flops. Okay, den Schlüssel nehme ich auch mit und ein paar Fliegen. Das ist gut, Mann. Das ist wie eine bessere Version von Guppy. Ich kann selber entscheiden, wann die Fliegen runterkommen. Und ich finde es super, dass das hier eine Sackgasse ist. Weißt du was? Nehmt mich mal mit, Hände. Nehmt mich mal mit. Nehmt mich mal mit. Oh, weil ihr habt mich jetzt mitgenommen und an den Start gepackt, weißt du? Weil ich jetzt eh den ganzen Weg zurückgehen muss, mehr oder weniger. Ist hier der Geheimraum? Sieht so aus wie einer. Ja, tatsächlich. Goldenes Kackhäufchen. Oh ja, das Trinket ist auf jeden Fall notwendig. So. Okay. Ich kann nicht fliegen. Ich denke die ganze Zeit, ich kann fliegen, aber ich kann nicht fliegen. Zack, 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 zack. Vernichten. Was haben wir hier? Das sind keine Luckhard-Münzen. Okay, schade. Magician. Okay. Sehr schön. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Flop, flop. Ja, gut. Wir müssen jetzt nur den Boss finden hier, ne? 67% Chancen haben wir. Ein Devil Deal würde ich jetzt aber auch mitnehmen, nicht wahr? Also Angel Deal. Du kannst mich nicht lange am Hungerhaken nagen lassen. Oder was macht man bei Dates, wenn man... Ich habe keine Ahnung. Warten lassen. Lass mich nicht zu lange warten, Angel Deals. Ihr werdet mich sonst sehr schnell verlieren. Sehr schnell. So, okay. Aber wir haben das Schlüsselteil. Das sorgt auf jeden Fall, dass wir eine erhöhte Chance haben auf Angel Deals. Und wenn ich hier dann auf jeden Fall auf der nächsten Ebene, dann müsste es 100% betragen. Die Chance. Sehr gut. Und more. Erledigt den Rest. Bye, bye. Und wieder zurückgehen. Und wieder zack, zack, Justice. Kein Luck ab, aber wir haben einen Luck von 4. Das ist schon mal sehr, sehr gut. So, was haben wir hier? Der Conquest. Oh, das ist traurig, weil ich sein Item nicht mitnehmen werde. Beziehungsweise doch, vielleicht schon, weil ich dann fliegen kann. Doch, weil ich dann fliegen kann. Ja, gute Idee. Was haben wir hier? Okay, keine neuen Items, aber wir können jetzt 5 Items rerollen. Wie cool ist das denn bitte? 5 Items können wir rerollen. Um etwas Gutes zu bekommen. Okay, da ist das Schlüsselteil. Ich dachte schon, er hat es nicht gedroppt. So, kein Jera hier. Okay, und wir rerollen den Shit zu... Da ist das neue Item. Aber das sorgt dafür, dass Reiter spawnen. Aber was hat das denn hier zu tun? Sacred Heart ist in der Mitte. Oh, wow. Das hier ist das neue Item mit den Reitern. Das ist aber... Ist das Item mit den Reitern nur umgepixelt? Oder ist es jetzt was... Ja, das sind die. Guck mal hier. Wir haben jetzt Sacred Heart und Godhead. Ich habe den Run sowas von nicht verdient, Mann. Sowas von nicht. Okay, wir nehmen das hier mit. Und let's go. Ich bin so eine Nervensäge und werde so belohnt. Okay, ich werde jetzt immer angepisst sein vom Spiel. Dann mag es mich. So, Sacred Heart und Godhead. Auf Wiedersehen. Ich hoffe, wir kriegen noch einen Angel Deal mit dem letzten Schlüsselteil, damit ich noch Mega Satan machen kann. Aber wir mussten leider jetzt ein Opfer darbringen, nicht wahr?
Wir mussten leider ein Opfer darbringen. So, vergiftet mal diesen Kollegen hier. Sehr schön. Hoffentlich gehen wir den richtigen Weg. Justice. Ich hätte gerne The World oder Emperor. Das wäre ein super Spiel. Oder soll ich wieder angepisst sein, ha? Soll ich wieder angepisst sein? The Rock vielleicht für ein kleines Damage-Up? Oh, leider nicht. Okay, so. Let's go. Na, können wir sogar ein paar Pillen mitnehmen, oder? Von mir aus können wir ein paar Pillen mitnehmen. Ist das der richtige Weg? Natürlich ist es nicht. Oh, da sind auch neue Gegner. Habt ihr es gesehen? Und in der Mitte ist auch so ein Stein. Wir sind zu stark. Ihr könnt gar nicht sehen, was die neuen Sachen machen. Dieser hier schießt immer, wie die Engel. Über Kreuz und dann nochmal über Kreuz. Weißt du, immer, er dreht sich. Was die anderen Gegner gemacht haben, weiß ich nicht. Die kannte ich nicht. Aber diese Statue sah auf jeden Fall ziemlich nervig und scheiße aus. Wenn man nicht stark ist. Weil die kann auch ziemlich früh auftauchen. Das ist halt ziemlich abgefuckt, soweit ich weiß. So, Wiedersehen. Ich heb diese Münze nicht auf. Guck mal hier, hier, die, was machen die? Was machen die? Oh, die zerspringen, sowas. Uff. Okay, interessant. Wheel of Fortune haben wir. Das heißt also, wir haben ein Item extra im Itemraum. Das wollte ich sagen. Okay, aber interessant. Die zerplatzen also zu diesen sprechenden Penissen. Okay. Setzen wir einfach mal kurz das hier ein. Mom ist eh gleich tot. Und auf Wiedersehen. Kein Deal bekommen oder so. Mach ich Hasch oder mach ich Hasch nicht? Ich glaube, ich mach Hasch. Let's go, Mann. Dann haben wir vielleicht noch ein paar extra Items. Let's go. Auch wenn Hasch jetzt eher ziemlich nervig sein wird. Curse of the Lost haben wir. Na, das ist jetzt nicht so schlimm. Okay, was haben wir hier drin? Wir haben hier das Ding, mit dem wir Trinkets schnabulieren können. Okay. Mach ich einfach mal. Jetzt ist mein Trinket weg. Und Chariot. Chariot können wir auch mitnehmen für den Notfall gleich. Hier ist Bullshit und hier hoffentlich ein D6, mit dem ich den Bullshit loswerde. Sachen vergiften kann ich. Mhm. Gucken wir mal, ob wir hier irgendwo den Geheimraum haben. Den Schwarzmarkt. Hm? Leider nicht. Okay, diese Räume sind auch... Also, ich nehme dich vielleicht noch mit. Du könntest noch ein bisschen helfen für extra Damage. Ansonsten ist es echt gar nicht mal so geil hier alles. Schwarzmarkt? Kein Schwarzmarkt. Nur dieses Trinket, das random Trinket-Effekte in einem Raum macht, oder nicht? Ah, nee. Das erhöht die Chance von... zum Beispiel vergiften und so. Ist auch ganz nett. Okay, nehme ich mit. Und hiervon hau ich das hier aus dem Pool, damit es verschwindet. Könnte ich sogar für den Bosskampf eigentlich mitnehmen. Und let's go. Ja, lass mal knacken. Lass mal Hasch machen. Leider voll enttäuschend. Ich mache Hasch eigentlich nur um die für die Extra-Items. Und das hier war jetzt pure Extra-Enttäuschung. Naja. Scheiß drauf. Das war eine pure Extra-Enttäuschung. Ja, Mann. Das Gute ist halt, dass wir Wafer haben. Nur leider kein Polaroid-Effekt. Das ist ein bisschen blöd. Hoffentlich kriegen wir gleich noch einen Devil-Deal mit Abaddon irgendwie. So. Irgendwie, hoffentlich. Oh, der Damage ist ja voll am Eskalieren. Eieiei. So. Damit meine ich, dass er nicht eskaliert. Ziemlich schlecht ist man. Okay, vielleicht, wenn er gleich auftaucht. Und? Komm schon. Das hat gesessen. Ah, mein Damage ist ja voll nicht gut. So, achso, ich hätte gerne noch die Poison Touch mitgenommen, um Gegner schön zu vergiften. Mist, das habe ich vergessen. Ich hätte mir jetzt ganz viele schwarze Herzchen machen können. So. Sehr schön. Homing Bomben habe ich ja jetzt auch, weil ich Sacred Heart habe und so. Let's go. Oh, da ist eine Fliege, die explodiert, aber ist auch scheißegal. Wir könnten ja mal das hier einsetzen irgendwie. Keine Ahnung. Euch würde ich gerne alle vergiften. Euch hätte ich jetzt gerne alle vergiftet, Mann. Das wäre ziemlich cool. Aber jetzt kann ich meine schwarzen Herzchen so vielleicht generieren. Oder so. Sehr gut. Schön ran an ihn. Schön ran an ihn. Perfekt. Ah, er weiß, dass er keine Chance hat gegen mich. Er weiß es einfach. Aber er versucht es, man. Er hört nicht auf zu kämpfen. Das ist schön. Das finde ich toll. So. Okay, mit Maw noch ein bisschen arbeiten. Und ein bisschen Damage austeilen. Chariot einsetzen. Let's go. Dann geht seine Damage Reduction vielleicht auch noch ein bisschen zurück. Sehr gut. Und tschüss. Sikowski. Sehr gut. Boom. Okay, das hatten wir jetzt erledigt. Gut.
Und jetzt nehmen wir wieder unser anderes Space Item mit. Sehr schön. Damit. Und was war das für eine Karte? Genau, das war doch Wheel of Fortune. Und hier nehmen wir jetzt die Spritze mit. Flups. Okay, The Virus. Upsi. Gut, dann gehen wir jetzt weiter und machen die Kathedrale. Und dann haben wir ein paar Items hoffentlich. Ein paar neue. Ich weiß gar nicht, wie viele neue hinzugefügt wurden. Wahrscheinlich nur 4 Stück oder so. Ich weiß auch nicht, was noch so überarbeitet wurde. Schauen wir mal. Okay, zack, mitgenommen. Aha, aha, diese ich nehme eine mit. Hey, Oma, Thesis, hör auf damit. Bring mich ja nicht um, okay? Nicht cool, ja, was das hier wohl ist, wieder The Virus. Jetzt haben wir doppelt Virus. Haben wir jetzt doppelte Chancen auf schwarze Herzchen? Ja, das wär's aber. Das wär's ja, Mann. Probieren wir gleich mal bei Gegnern, die sich aufteilen. Tour of Hearts. Schade, Mann, keine Joker-Karte. So, na, vielleicht nicht hier. Vielleicht testen wir es nicht hier, sondern woanders. Na, oh, da hat er mich erwischt, dieses Schwein. Okay, sehr gut. Eigentlich nicht gut. Das war nicht gut. Das wollte ich damit sagen. Was ist das hier? Das ist ein Festritt. Okay. So. Rote Herzchen haben wir ganz viele und andere Herzchen werden wir sicherlich auch noch gleich bekommen. Luck up. Ach, ich drehe mich nie wieder für eine Münze um. Nie wieder drehe ich mich für eine Münze um. Ich habe mich nicht umgedreht für die Münze, okay? Die war auf dem Weg. Auf dem Weg raus. So. Und einmal reinhalten. Blub, 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 blub. Was haben wir hier? Schwarzes Herzchen. Wunderbar. Und noch ein blaues Herzchen. Wunderbar. Two of Hearts. Gut. Okay. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Was haben wir hier? Folgendes. Das ist wieder ein Loop, ne? Hoffen wir einfach mal, dass das der richtige Weg ist, aber wir kennen alle mein Glück, nicht wahr? Okay, Schlüssel habe ich genug. Außer wir kriegen gleich Blank Card mit Jera, dann haben wir nie genug Schlüssel. Außer wir haben unendliche, das sollte dann reichen, mehr oder weniger. So, diese Sterbeanimation, die müssen immer voll dramatisch sterben, nicht wahr? Oh, ich fliege in die Luft. Blub, 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 blub. Kein juckt. So, okay, das sind so ein paar schwarze Herzchen jetzt. Das ist cool, das ist echt cool. Das ist echt sehr cool. Flups. Okay. Ja, Schlüssel, dies, das. Und da ist der Geheimraum. Oh, den checken wir noch aus. Da kann tatsächlich noch eine Jera drin sein. Das wäre ziemlich cool. Und hier habe ich meinen Maul leider nicht. Verdammt, aber vielleicht jetzt im letzten Moment. Ja, hat nicht gereicht, der Damage, den ich ausgeteilt habe. So, tschüss. Okay, kein Poop-Loch, in das ich reinhüpfen kann. Delirium hätte ich jetzt aber ehrlich gesagt keinen Bock. Delirium wäre jetzt eher eine Nervensäge. So, Black Rune. Na, nee, 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 dann lieber ein extra Item. Let's go. Mal gucken, finden wir ein neues Item? Let's go, let's go, let's go, let's go. Curse of the Blind. Nein, tatsächlich nicht, ein Wunder. So, schon mal sprengen, der Würfel. Okay, und die Blank Card. Das hätte ich natürlich jetzt wissen können und mir dann vielleicht den Automaten duplizieren können. Okay, vielleicht finden wir gleich noch ein paar Karten, wie zum Beispiel Wheel of Fortune. Dann könnten wir was Lustiges draus machen. Muss nur frühzeitig passieren. Hey, wir können Mega-Satan machen. Cool. Sehr cool, sehr cool, sehr cool. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Sehr schön. Na, wir kriegen noch ein paar Kisten. Sehr gut. Zack, Dagger. Flupsi-dupsi. Okay, ich weiß echt nicht, ob es neue Bosse da sind. Ich werde mich mal informieren für die nächsten Aufnahmen. Ich wollte mich jetzt erstmal überraschen lassen. Ich habe aber jetzt eine neue Gegnerart gesehen. Und ansonsten nur das Item, wovon ich schon wusste, dass es umgepixelt wurde. Black Rune. Okay, damit kann ich es auch natürlich wegsaugen. So, schön reinrennen hier. Zack, 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 für schwarze Herzchen und so. Komm schon, schwarze Herzchen, schön vergiften. Oder auch nicht. Okay. Hey, ihr zwei Süßen, ihr Turteltäubchen. Muss euch leider stören und umbringen. Ja, noch eine Fliege von mir aus, nehme ich sie mit. So. Wenn ich jetzt keine Karte finde, mit der ich irgendwie was anfangen kann, mit Blank Card, genau, und dem Würfel, dann werde ich sie wegsaugen, die Mistviecher. Dann werden die weggesaugt. Was hast du mir noch für eine Pille gegeben? Den Festet schon wieder. Okay, gut. Was haben wir hier? Könnte natürlich Luck-Up sein. Das wäre ziemlich cool, wenn es Luck-Up-Münzen wären. Zack, zack, zack. Also Mega-Satan wird auch kein Problem. Das sollte auch schon verständlich sein, oder? Mega-Satan werden wir in 0, nichts erledigen. In 0, nichts. Boah, sind das langweilige Items. So richtig Resident Sleeper, Mann.
Wo sind die... Na gut, wir hatten schon gute Items. Aber ich will mehr. Ich bin doch heute ein Arschloch. Ich will ständig mehr. Range down. Okay, gut. Der Raum ist anscheinend irgendwo da oben mit dem Boss, nicht wahr? Ich glaube auch nicht, dass er nach links führt, der richtige Weg. Paralysis. Jetzt werde ich auch noch aufgehalten von einer dämlichen Pille. Die so gut geschmeckt hat, dass ich schockiert angehalten habe. Sehr gut. Kiste. Wow, das funktioniert ja besser als Guppys Tail, Mann. Minus 4 Tier Delay, das ist super. Das ist super, Mann. Okay, was haben wir hier? Paralysis schon wieder. Mhm. Der Geheimraum könnte hier sein. Ne, ist er nicht? Na gut, glaube ich dir mal. So, wo ist der Boss? Ich kann jetzt nicht weg und Megasatan nur machen, wenn wir den Boss noch gar nicht fertig gemacht haben. Das ist frech. Das ist nicht nett von mir. Schade, ist die falsche Karte, aber die Rune behalte ich jetzt einfach mal hier. Weil ich werde eh zurückkommen. Und dann alles einsaugen. Cancer, HP ab und so. Toll. Pretty Fly, toll. So. Na, wo hast du dich versteckt, Mann? Schwarzherzchen bekommen, nochmal vergiften und noch ein Schwarzherzchen bekommen. Das ist so super, Mann. Das ist so krass abgefahren, Superman. Ist halt ein super Safe-Bild, ne? Als hätte ich irgendwie, als würde ich Auto fahren und 7 Airbags vor mir haben oder so. Das ist super sicher, passiert nichts mehr. Oder so. Okay. So. Ah, keine Kiste hier noch zum Abschied oder so? Nein? Na gut, dann Black Runen wir gleich und kriegen noch ein paar Stats Boost, damit wir Megasatan auf jeden Fall töten und er uns nicht umbringt. Das wird ja sonst ziemlich schwer, der Kampf mit diesen Tränen. Oh nein. Allein dieser Kampf wird hier schon unmöglich. Auf Wiedersehen. Oh nein, das ist das Puploch. Nein, ich kann das nicht machen. Dafür bin ich zu schwach. Tschüss. Delirium ist halt voll stark und wenn wir keinen Polaroid-Effekt haben, ist das voll für den Arsch. Okay, abgemacht. Wir machen Delirium, wenn er jetzt nach Megasatan auftaucht, okay? Dann mache ich Delirium. Wenn er jetzt nach Megasatan auftaucht. Gut. Boom, bisschen Damage ab und so. Wenn er jetzt auftaucht, dann mache ich ihn. Dann mache ich ihn. Ja, und werde wahrscheinlich den Streak auch nochmal hier verlieren. Egal. Ist doch lustig. Ist doch lustig und witzig, Streaks zu verlieren. So. Okay, reinhalten da. Wiedersehen. Keine Chance hat der Kollege. Und deine Kollegen auch nicht, so ganz nebenbei. Zack. Lass noch ein paar Engel töten. Hey, schön euch wiederzusehen. Ja, hab euch abgezogen. Ich wollte eigentlich nur ein Schlüsselteil erwischen. So. Cheers. Okay, wenn jetzt Delirium auftaucht, gehe ich Delirium machen. Dann vielleicht finden wir da auch ein paar neue Items. So. Zack. Schön vernichten den Kollegen. Vielleicht noch vergiften für ein schwarzes Herzchen, wer weiß. Und bitte tauch nicht auf, Delirium. Okay, Delirium ist aufgetaucht. Versprochen ist versprochen, nicht wahr? Oh Gott, ich werde sterben. Gut, ich hoffe, dass wir jetzt ziemlich coole Bosse finden mit coolen Items. Und offensichtlichen Räumen, wo kein Delirium sein kann. Let's go, aber ich gehe einfach in den ersten Raum rein, wo ein Boss auftaucht und dann mache ich ihn. Let's go, Mann, aber vielleicht hätte ich noch ein paar blaue Herzchen. Ein paar blaue Herzchen vielleicht. Was haben wir hier? Two of Spades, ja, wer braucht das denn jetzt noch? Ich brauche blaue Herzchen. Na, nicht du. Du könntest da die anderen Statuen kaputt machen. Du Vollidiot. So, was haben wir hier? Noch keine Bosse. Aber ein paar Superformen. Kisten. Was haben wir hier? Power Pill und Feels Like Walking on Sunshine. Können wir mitnehmen? Für den Notfall oder so? Okay. Pretty Fly. Kann ich nie genug haben von denen. So, okay, let's go. Magic Mushroom wäre noch super. Okay, hier ist bestimmt Delirium drin, oder? Oh nein, ist hier Delirium? Oh, gut. Gut. Das heißt ein extra Item. Und das ist die Spritze, die dafür sorgt, je mehr leere Herzcontainer ich habe, desto mehr Damage abkriege ich. Und ich habe ja Hämatipetesis, ne? Ich könnte es einsetzen, hätte ich die nicht mehr. Und ich weiß gar nicht, wie viel Damage ab wir kriegen. Health up. Okay, wenn ich das jetzt einsetze.
Hä? Mach das nicht. Warte mal, was macht denn diese Spritze? Was macht diese Spritze? Ich habe keinen blassen Schimmer. Ich habe gerade einen Damage Boost bekommen, dann einen Damage Down. Okay, diese Spritze ist komisch und ich möchte mir nicht drüber nachdenken. Alles klar. Auf Wiedersehen. Emperor, komm, wir setzen einfach mal ein. Oder bringt uns Emperor immer zu dem Dude? Okay, Gish haben wir hier. Sehr schön. Aber Gish gibt uns doch nur Gish, oder nicht? Aber wir haben schon Gish. Oh, Gott sei Dank. Es ist ein anderes Baby. Infested. Vielleicht kriegen wir nochmal die Transformation hier. Wie heißt die? Conjoint Transformation. Die hatten wir auch lange nicht mehr. Nochmal Emperor. Das kannst du meinem Herz nicht antun, Mann. Okay, erstmal klären wir das, weil hier kann Delirium nicht sein. So. Oh, hey, du kannst mir auch mehr oder weniger helfen. Wir haben auf jeden Fall die Fliegentransformation. Super. Und lass uns mal Emperor einsetzen. Es ist nicht Delirium. Heilige Scheiße, wie viel Glück kann man denn haben? So. Mulligan. Yes, das ist gut. Hier ist Delirium. Ich sehe es kaum. Hier ist Delirium. Hier ist Delirium. Das ist Satan. Oh Gott, Delirium wird gleich so viele Formen haben. Das wird nicht gut, Mann. Das wird nicht gut. So. Auf Wiedersehen. Du bist schon mal weg. Na, komm, schneller. Sehr gut. Und auf Wiedersehen. Diese Gegner kriegen wir schnell tot, aber der Rest... Uiuiui. Oh, Euthanasia mit so viel Lack. Das wird lustig. Okay, noch eine Emperor-Karte. Alles klar, die setze ich gleich ein. Euthanasia wird super. Die wird super. Okay, let's go. Ah, es muss ja jetzt passieren, nicht wahr? Okay, die Spritze wird auf jeden Fall super, wenn sie trifft. Die Spritze wird mega gut. Oh, wir machen gar nicht so viel Damage. So wenig Damage. Pass auf, die Spritze hat sich schon getroffen. Ups, bist ein bisschen verbuggt, ne? Okay, wo ist die Spritze? Kam die Spritze schon? Taucht die Spritze gleich auf? Wo ist die Spritze? Ich sehe nicht die Spritze. So. Macht gut Damage, ne? Guck mal, ich habe auch ein Pferd hier, auf dem ich fliege. Und Pferdchen, die für mich kämpfen, Mann. Ich bin ziemlich krass. Wir sind krasser als du, ehrlich gesagt. So, Junge, hält das Ding viel aus. Seht ihr das? Wie viel wenig Damage wir machen gegen Ende? Deswegen, also mit wenig Leben und noch weniger Damage wäre das echt abgefuckt. So. Bams und tschüss. Gut, dass du heute noch stirbst, Mann. Okay, vielen Dank fürs Zusehen, Leute. Powerpill. Okay, manchmal ist es gut, ein Arschloch zu sein. Das sind wunderschöne abschließende Worte. Und bis zum nächsten Mal. Euer Holly. Ich hoffe, ich bin euch allen auf den Sack gegangen.